Was geht, Leute? Wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Detroit Become Human. Immer noch eine Nachvertonung, ja. Gestern kamen keine Folgen, weil wegen... Es war warm und ich hatte keine Lust und so. Beziehungsweise ich hing so übelst durch, hab dies, das, Ananas und war... Und ja, gucken, was so geht, ne? Es ist jetzt voll spät eigentlich, schon 9:30, ich muss schon seit einer Stunde hochladen, aber hey, erstmal nachvertonen. Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Peter. Komm schon, das hier ist anders. 100% Garantie. 100%. Ja. Erstmal scannen. Ah ja. Eine schlechte Lebensmittelhygiene, na lecker. Der Fuß prepared by a human. Sogar den Katzen ist es warm, die chillen gerade bei dir ihr Leben. Aber sonst ist hier auch nichts, ne? Gut. Oh, es ist so eklig warm, ey, es ist nicht mehr normal. Was ist denn der gute Hank? Ein Hamburger, okay. Und was trinkt er? Eine Cola? XL-Limonade, Passionsfrucht etc. Okay. Und ein alter gammeliger Burger steht da noch. Nice. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Siehst du? Trap, 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 trap. Falle, Falle, Falle oder was? Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße, nein.
der letzte Arsch. Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Schon mal mit Abweichern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. So, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Du hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich weiß, dass Ihr Abschluss exzellent war. Sie haben viele Fälle hervorragend gelöst und wurden der jüngste Lieutenant in Detroit. Ich weiß auch, dass Sie in den letzten Jahren häufig abgemahnt wurden und Sie verbringen viel Zeit in Bars. Und was schließt du daraus? Die Arbeit mit einem Officer mit privaten Problemen ist eine Herausforderung. Aber Anpassung an menschliche Fehlbarkeit ist eine meiner Funktionen. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Nice. Bei Hank erstmal Plus gemacht, Junge. Whisky, nee, ich muss jetzt hier nachvertun. Ja moin, hier ist was zu lesen. Nur keine Zeit, ist mir gerade zu spannend. Was zur Hölle ist das denn? Tauben. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt.
Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Geöffneter Textmarker. Ah ja. Da ist nichts mehr, ne? Gut. Andere Block frisch, ja. Ja, erstmal fällt in die Tauben Scheiße gefallen. Moment, da können wir noch ein paar Sachen gucken. Jetzt geht's los hier. Lavendel oder was ist das?
Hey, Ralph. Oh, verdammt verkackt. Oh, Scheiß. Kannst du nicht wahr, Hank? Oh, ein selber Arschloch. Durch den Maisfeld, alles klar, Digga. Oh, fuck, vor allem. Oh, verdammt! 89% zu überleben. Oh, verdammt. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, hätten wir ihn nicht verfolgt, hättest du uns im Nachhinein wahrscheinlich angekackt, dass wir ihn nicht verfolgt haben. Das ist unsere Schuld, weil wir ihn verloren haben. Spast. Aber naja. Ich sag da nichts zu. Warum geht die Folge 33 Minuten? Habe ich da aus Versehen weitergespielt oder was? Upsi. Ich glaube, ich mache wahrscheinlich eine Abmoderation oder so. Und spiele dann trotzdem weiter. Ah, na toll. Ah, egal. Sind wir jetzt bei Jericho? Oh, verdammt, ich habe nichts zu trinken hier, ne? Oh, doch, habe ich. Yeah. Wie du dich fühlst.
Aber hier herrscht mehr Freiheit, als du je hattest. Im Dunkeln zu warten, dass was passiert, das ist für mich keine Freiheit. Du bist verwirrt. So wie der Rest von uns. Ah ja. Wir müssen jetzt aber damit klarkommen. Oh. Du bist hier sicher. Du kannst bei uns bleiben, solange du möchtest. Sprich mit Lucy. Sie kann dir vielleicht helfen. Das mal klar machen, Junge. Ah ja. Erstmal hier Feuer anfachen, Junge. This Android is on fire. So, es ist gar keine Tonne. Ah, hier aber, nice. Ja, zu der alten gehen wir gleich mal hin. Hey, was geht? Geil. Eine vom Spiel Blockade ist, wenn wir nicht hin können. Sprechen, wer bist du denn? Na, jetzt erstmal die alte klar machen hier. Chica. Wie lange bist du schon hier? 4 Wochen, 3 Tage, 11 Stunden. Nach meiner Flucht wusste ich nicht wohin. Haben wir einen Korb gekriegt, so ein Scheiß. Belastend. Nach Androiden, die darauf warten, dass das Feuer angemacht wird. Ja, moin. Hier, da ist noch eine Tonne, mach die an, Blian. Da können wir nicht rein, ja, hier Feuer anmachen muss. Feuer entfachen. Voll voll. RA9, ah ja.
Oh, ist sie jetzt gestorben oder hat sich abgeschaltet oder was auch immer? Oh Gott. Leute, hier, Organspende. Der lässt uns wieder nicht durch. Safe. Ja, moin. Scheißspiel. Geil, Fleisch. Sie haben ihn weggejagt, als sie ihn nicht mehr haben wollten. Er hat auf der Straße gelebt, bis wir ihn herbrachten. Sie werden sich alle abschalten, wenn wir ihnen nicht irgendwie helfen. Sie brauchen dringend blaues Blut und Biokomponenten. Wir schlachten alle aus, die sich abschalten. Ja, da, gerade eben. Tja, belastend, würde ich sagen. Nee, jetzt leicht die Leuchte ins Gesicht. Sonst ist ja auch nichts mehr. Gut. Dann gehen wir zu... Wie hieß sie? Ich bin ja schon vergessen. Ja, da sehe ich doch was Blaues, Alter. Bin doch nicht blöd. Hm. Dich sehe ich doch. Ah ja. Er chillt hier zwischen dem Schrott. Ja moin. Gönn dir. Wer ist er da, Junge? Ja moin. Läuft bei ihm. Bist du Lucy? Wie sieht die denn aus, Alter? Setz dich. Zeig mal. Moin, hat sie es jetzt zugeschweißt oder was? Trink das. Auf Ex, Bruder. Ex. Sie geht davon einen halben Orgasmus, alles klar. Ja, wir sind ja auch ziemlich hot hier unterwegs heute. Guck mal, wie sie aussieht, Alter. Was ist los bei ihr? Gib mir deine Hand. Moin. High five, Schwester. Ja, das macht dich geil, meine Gedanken. Ja. Ach, wirklich? Du hast die Hölle gesehen und sie tobt jetzt in dir. Dein Herz ist geteilt. Ein Teil ist Schatten und ein Teil ist Licht. Was wird siegen? Der Regenbogen. Entscheidungen formen unser Schicksal.
Das ist der Moment, wo uns das Spiel sagen will: Alles, was du tust, hat Konsequenzen. Du entscheidest über die Androiden. Aber hinten können wir noch was machen, okay. Route wird berechnet. Ja, Whisky, was geht bei dir? Ja, los, beiß mich, los, ein bisschen spielen hier, ja? Du Sack. Simon. Nein. Der ist hässlich, ne? Ich weiß, wo Ersatzteile sind. Die Cyberlife-Lagerhäuser unten am Hafen. Da ist alles, was wir brauchen. Die Docks sind erwacht. Wir können nicht einfach rein und uns etwas nehmen. Die Menschen verhindern das. Darum fragen wir auch nicht um Erlaubnis. Wir haben keine Waffen. Und selbst wenn, keiner von uns weiß, wie man kämpft. Wir werden gar nicht kämpfen, sondern stehen. Sie werden uns alle töten. Vielleicht. Aber immer noch besser, als sich abzuschalten. Ich bin dabei. Wir könnten es versuchen. Yeah, und würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter und Co. und Reddit und macht's sich gut, macht's besser. Ciao mit V. Heute mal eine etwas längere Folge gewesen.